So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind mit die neuesten Lego Ninjago Wundertüten. Nämlich die starke Action Wundertüte. Kostet 5 Euro, bekommt ihr auch nur 2 von 5 Magazine und 2 von 5 Extras. Das bedeutet, man kann umrechnen pro Figur 2,50. Geht noch. Geht noch in Rahmen. Passt. Weil die andere neue, das ist ja diese hier. Die kostet 7 Euro. Und bekommt ihr 3 Extras. Ist fast dieselbe Summe. Also, weil der eine oder andere von euch mir immer schreibt, oh, die gab es doch mal für 1,80, 2 Euro, das ist aber schon lange her. Also, das ist die neueste, also mit die neueste und diese bekommt ihr noch in Handel. In diese Wundertüte ist vielleicht der junge Wu-Taucher, die beiden für mich persönlich interessant, sonst keine. Von dieser Wundertüte nur eine Figur. Und ihr wisst ja, welche ich meistens nie drin hatte. Brauche ich ja nicht zu sagen. Dann gibt es ja auch noch eine neue Wundertüte. Das ist die. Die ist aber nicht neu. Die gab es schon mal vor langer Zeit. Davon habe ich auch richtig schwachsinnige Videos von gemacht. In diese Wundertüte mit den grünen Ninjago ist immer der Kai drinne und der Doppelkopf. Den habt ihr immer dabei. Wirklich zu 90%. Ihr kennt meine Videos. Ganz, ganz selten, wo dann der Wu drinne war. Sonst immer diese Konvolut, weil es ein Doppel ist, weil es gibt ja immer 3 Minifiguren. Konvolut und den. 6 Euro. Der Preis ist geblieben, der leeren, deren Wundertüte. Die bekommt ihr jetzt wieder in Handel. Gab es wohl zu viele, haben noch reichlich davon auf Lager. Also, die bekommt ihr zurzeit immer. Vielleicht mache ich auch anschließend noch ein Video von die, dass ihr seht, dass immer der Doppelkopf drin ist. So, und das ist ja eine ältere. Die war auch ziemlich cool. Hat gekostet auch 7 Euro. 1, 2, 3 richtig coole Minifiguren, die man gebrauchen konnte. Meine persönliche Meinung. Aber ihr wisst ja auch, welche nie da drin waren. Ja, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber der Eiskaiser war immer da drin. Und diese Wundertüte kriegt ihr nur noch teilweise in Geschäfte, die nicht so oft aufräumen oder auf Flohmärkte, Wochenmärkte. Das dazu. Aber jetzt kommen wir zu die aktuelle Lego Ninjago starke Action Wundertüte. Und wie gesagt, für mich gibt es nur 2, die ich da drin haben möchte. Auch wenn ich die Wundertüten immer wieder aufmache, mache ich für euch, damit ihr seht, was da drin ist. Vielleicht wollt ihr die ein oder andere ja Figur haben, besonders Surferboy. Ich stelle es beiseite. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch deswegen abgelenkt und passt alles. Es passt alles. Aber jetzt öffnen wir die erste Lego Ninjago starke Action Wundertüte. Die aktuellste. Zu einem super Preis. Würde ich mal nicht so behaupten. Erste, limitierte Karte, lose. Limitierte Karten, immer cool. Ihr habt ja das Video von gestern gesehen. Sammelmappen habe ich jetzt erstmal wieder. Dann ein Comic. Ein Comic. Coole Rückseite, 1, 2 coole Figuren dabei. Wer ist vorne dran? Der ein oder andere weiß es. Hinkelbein. Hinkelbein, sonst Comic. Kommen wir nun zum zweiten Extra. Und das zweite, ein Magazin, eingepackt. Und noch eine limitierte Karte. So alt ist das Magazin nicht, weil diese Sets, die sind ja noch frisch auf dem Markt. Es ist, der Taucher. Taucher, ihr wisst, bei mir auf jeden Fall immer cool. Baue ich zwar teilweise um, mit schwarzen Armen gefällt mir der besser, aber ihr kennt ja auch diese Videos. Dann eine limitierte Karte, der LE2,
Next Level, aber Serie 6. Immer cool, steigt an Wert. Kommen wir nun zur zweiten. Starke Action, Wundertüte. Stark muss man nur sagen, teilweise an so viel Kleber, wie unten drauf ist. Große Karte. Es ist meistens immer die gleiche, die LE6, aber das wisst ihr ja. Dann, oh, ihr seht schon, das Magazin, es ist auch eine limitierte Karte dabei. Ist gar nicht mal so lange her, als ich die gezogen habe, dann ist bestimmt ein blub, 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 Taucher dran. Cool, aber die limitierte Karte ist beschädigt, oder? Nee, es könnte die Folie nur sein. Taucher, mega cool. Besonders, weil ich ja von den Tauchern dann ganz viele habe und auf jeden Fall die Taucherflaschen oder Sauerstoffflaschen. Karte ist noch gut. Und ihr seht, wieder ein Comic. Rückseite, ist auch noch nicht so lange her. Könnte vielleicht nur ein Bein haben. Ja! Ja, der Brustkörper, ich habe den ja auch umgebaut mit zwei schwarzen Beinen, passt wunderbar. Die Schulterpolster sind immer cool für Bösewichter, teilweise auch für andere Figuren, die nicht zu Ninjago gehören. Mega cool. Da kann man natürlich mehrere von gebrauchen, aber da muss man schon ungefähr wissen, wo die Reise hingehen soll. Und wieder ein Comic. Kommen wir nun zu dritten und letzten Lego Ninjago. Starke Action, Wundertüte. Und ihr seht schon, wenn ihr euch ein oder mehrere schon mal gegönnt habt von diesen Wundertüten, es ist alles teurer geworden, deswegen sage ich nur eine. Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare für mich und alle anderen, was ihr drin hattet. Auch immer das gleiche Kombolut, weil nämlich vielleicht ist du, die möchten das eine davon haben. Der kauft sich dann eine und weiß, die ist sowieso drin. Das ist immer gut für solche Videos und wenn ihr mal die Kommentare mitliest. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zur dritten und letzten Lego Ninjago starke Action-Wundertüte. Comic, limitierte Karte. Das Comic, das kennt ihr ja schon, hat bestimmt nur ein Bein. Ja. Aber der ist gefalten. So. Teilweise schreibt ihr mir ja auch in die Kommentare, geht mir aber genauso, wenn die Wundertüten irgendwie falsch gelegen sind, die Tüten so eingeknickt sind, da ist, wenn bestimmte Sachen drin sind, können kaputt sein, zerknickt sein. Oder ihr wisst, dann ist es so weiß. Mag ich es auch nicht, aber das passiert. Ich weiß nicht warum, wie die teilweise mit umgehen. Und ihr seht auch hier wieder, ist das dritte Magazin, was ich mit dieser Rückseite ziehe. Es ist eine limitierte Karte vorne dran. Das bedeutet, blub, blub, Taucher. Ja. Also, limitierte Karte. In Ordnung. So, das bedeutet, ihr wollt gerne auch Taucher haben. Oder Hinkelbein könnt ihr noch gebrauchen, wegen der Teile. Dann könnt ihr euch diese starke Action-Wundertüte holen. Alle anderen, schreiben in die Kommentare für mich weniger, für alle anderen, was ihr drin hattet. Weil es kann ja sein, dass einer die Taucher sammelt. Ich finde die auch cool. Dann schreibt es. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und noch günstig. Teilweise im Internet, nicht bei Lego direkt. Ihr wisst, die Links, die ich mache, sind teilweise immer mit 15, 20, 10% günstiger.
dann schnappt das noch zu, wenn ihr Lust habt. Also wie gesagt, irgendwas von Lego Ninjago werde ich euch unter dem Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir, wie ihr die Wundertüte findet. Habt ihr davon auch schon dieselben immer Kommeluts drin hattet? Taucher, Hinkelbein, für mich und alle anderen. Und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.